So, hallo, willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In den vorangegangenen Videos haben wir uns mit der Vorderachse beschäftigt. Wir haben komplett die Bremsanlage der Vorderachse überholt. Wir haben eine neue Bremsscheibe verbaut. Wir haben den Bremssattel ausgebaut. Haben den Bremssattel mit dem Reparatursatz wieder in Stand gesetzt, alle Dichtungen erneuert. Wir haben die Bremsbeläge getauscht und alles an der Vorderachse wieder verbaut. Damit wären wir jetzt mit der Bremsanlage an der Vorderachse soweit fertig. Und das gleiche wollen wir natürlich auch an die Hinterachse machen. An die Hinterachse gab es jetzt schon ein Video zum Einstellen der Feststellbremse, damit, wenn ihr die Fußbremse beim 107er oder auch beim 126er betätigt, da ist das gleiche Prinzip von der Feststellbremse wie beim 107er auch, wenn ihr die betätigt, dass das Fahrzeug beim Abstellen dann auch an Ort und Stelle bleibt und die Feststellbremse wieder richtig funktioniert. Generell bei meinen Videos packe ich euch die Betriebsstoffhilfsmittel bzw. das Werkzeug oder auch sogar das Sonderwerkzeug in die Videobeschreibung mit unter rein, den Amazon-Link. Dann könnt ihr das Zeug gleich bei Amazon über diesen Link bestellen, das würde mich freuen. Und dann habt ihr für eure Arbeiter auch gleich die passende Schmierstoffe, die passende Utensilie, Betriebsstoffhilfsmittel parat und auch das Sonderwerkzeug, dann könnt ihr das über den Link bestellen. Generell bei der Bremsanlage, die Teile bzw. die Festsattel, wo jetzt hier beim 107er verbaut sind, haben auch einen Platz gefunden in der anderen Modelle. Also es trifft jetzt nicht nur für den 107er zu, sondern ich habe die gleiche Bremssattel auch beim 126er. Das sieht man auch an der Teilenummer. Ja, wenn die Teilenummer jetzt zum Beispiel mit 126 anfängt, dann ist das halt der Bremssattel vom 126er. Der, wie gesagt, hier beim 107er bei den Modellen ab 85 genauso Verwendung findet. Oder auch, ich habe auch Teile vom 116er noch drin, vom 123er sogar oder vom 201er. So, und dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und startet direkt nach dem Intro. So, für den Belagwechsel hier an die Hinterachse sehen wir jetzt hier auf unserem Bremssattel. Der kann unterschiedlich angeordnet sein, je nachdem was für eine Hinterachse ihr habt an eurem Fahrzeug. Einmal die Pendelachse mit Anfahrtsdrehmomentausgleich, so wie in meinem Fall. Dann sitzt der Bremssattel über der Achshälfte in Fahrtrichtung, ja, nach vorne, vor der Bremsscheibe. Und wenn ihr einfache ohne Anfahrtsdrehmomentausgleich habt, dann sitzt der Bremssattel etwas weiter unten. Da müsst ihr dann schauen, wer ihr habt. Aber es spielt im Prinzip keine Rolle für den Belagwechsel. Wir sehen hier die Beläge drin im Bremssattel und hier vorne die zwei Stifte, die ich jetzt nach hinten austreiben kann, um dann die Haltefeder zu entfernen und die Bremsbeläge rauszunehmen. Ich klopfe mit dem Hämmerle vorsichtig vorne auf die Blinde drauf und treibe die dann etwas nach hinten aus. Anders wie bei der Vorderachse komme ich hier ohne ein Ausbreitwerkzeug ran und kann jetzt hier hinten den Splint anfangen, schon mit der Zange nehmen und kann den Splint dann nach hinten rausnehmen und dann seht ihr schon, die Spannung von der Feder ist jetzt weg und kann jetzt die Feder jetzt schon so bewegen und nehme den anderen Splint jetzt raus und kann die Feder jetzt komplett abnehmen. So, und als nächstes komme ich im Prinzip schon an meine Bremsbeläge hin. Die sind hier deutlich kleiner, logischerweise, als bei der Vorderachse. Wenn ihr die jetzt so hier nicht rausbekommt, dann müsst ihr hier einen Bremskolbenrücksteller nehmen. So, hier habe ich mein Bremskolbenrücksteller-Werkzeug, wie auch schon in der Vorderachse, benutzt. Das ist hier ein relativ einfacher, den gibt es hier bei Amazon schon für
ja, schlappe 17 Euro. Da packe ich euch den Link unten rein. Den setze ich jetzt hier, schraube den so weit zusammen, dass ich auf die Seite komme, innen, also von der Bremsscheibe aus. Die liegen relativ nah zusammen hier hinter an der Hinterachse. Und schraube den Rücksteller ziemlich weit zusammen, so dass die zwei Platten am Träger, am Bremsbelagträger anliegen, und drücke dann so meine Bremskolbe wieder zurück in den Festsattel. So, das ging jetzt ganz schön ein Stück. Das waren jetzt bestimmt 4-5 mm. Und jetzt kann ich meine Beläge mit bloßer Hand relativ einfach hier rausziehen. Na? So, die Bremsbeläge sind draußen. Hier noch einer mit Stern sogar original drauf. So, um den Bremssattel jetzt zu entfernen, müssen wir jetzt ein paar Sachen beachten, anders als bei der Vorderachse. Bei der Vorderachse haben wir einen flexiblen Bremsschlauch, der hier zum Bremssattel geht. Bei dieser Hinterachse mit Anfahrtsdrehmomentausgleich haben wir eine starre Bremsleitung, die hinterm Schutzblech verläuft und dann in einen flexiblen Schlauch nach oben verläuft und dann wieder in die starre Bremsleitung Richtung Bremskraftzylinder dann nach vorne wieder unterwegs ist. Das zeige ich euch jetzt alles gleich von hinten, wie das aussieht. Da müssen wir ein paar mehr Schrauben aufmachen, damit man da an der Bremsleitung nichts beschädigt. So, man schaut jetzt hinter auf die Bremsleitung drauf. Wir haben hier einmal die flexible Bremsleitung, die von oben runterkommt und hier dann über diese Halteschelle in eine starre Bremsleitung direkt zum Bremssattel hier rüber geht. Auf der anderen Seite, auf der vorderen Seite in Fahrtrichtung dann. Und wir können jetzt hier den flexiblen Schlauch mit einer, die hier mit der 14er Mutter befestigt ist. Ich habe die davor schon eingesprüht mit ein bisschen Rostlöser. Ja, gerade bei so alten Dinger. Kann man die jetzt hier lösen. Die ist jetzt hier schon lose und lässt sich drehen. Und wir können jetzt hier mit der Elfer Mutter den starren Schlauch hier quasi abschraube und dann ist die flexible Leitung hier frei. So, die flexible Leitung habe ich entfernt, gleich mit dem Stopfer wieder zugemacht und hier habe ich jetzt die starre Leitung hier an dem Träger, die ich jetzt komplett wegmachen kann, indem ich jetzt hier den Bremssattel mit der Leitung hier entferne und die Leitung dann vorsichtig hier hinter so rüberleg und den kompletten Bremssattel dann hier weg mache. Und jetzt schraube ich hier auf der linken Seite, schraube ich jetzt den Bremssattel los. Der Bremssattel nehmen wir der 19er Nuss. So, den Bremssattel haben wir jetzt an der Hinterachse hier ausgebaut, auf der linken Seite. Man sieht hier schon die Aussparung am Schutzblech, wo der Bremssattel hier montiert war. Wie gesagt, es gibt Unterschiede von der Positionierung her vom Bremssattel, je nachdem, was für eine Hinterachse ihr habt, die mit Anfahrtsdrehmomentausgleich oder die ohne. Je nachdem ist der Bremssattel verschieden angeordnet. Ich habe ihn jetzt hier abgeschraubt. Der war hier mit zwei Schrauben, ähnlich wie bei der Vorderachse, an der Radnabe hier montiert und hier habe ich noch dran gelassen die starre Bremsleitung, die über die Radnabe zum Bremssattel hier hinter dem Schutzblech führt. Da müsst ihr aufpassen beim Abnehmen, dass er nicht beschädigt, wenn ihr die dann nochmal benutzen wollt, dass die ohne Beschädigungen hier dann einfach komplett vorsichtig hier hinter rausnehmt. Der Bremssattel, ich habe hier bei der Hinterachse nicht so viel Platz wie bei der Vorderachse. Bei der Vorderachse war das wesentlich schrauberfreundlicher, sage ich jetzt mal. Ich habe hier mit einer Umlenkung arbeiten müssen, damit ich hier die Befestigung von dem Bremssattel dann auch lösen konnte.
Zusätzlich ist die starre Bremsleitung an der Verbindungsstelle zur flexiblen Bremsleitung nach oben mit einer Schelle noch an der Radnabe befestigt. Die müsst ihr dann auch noch losschrauben, damit ihr hier diese Bremsleitung dann freikriegt. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir runter in die Werkstatt und schaut uns den Bremssattel genauer an. So, bevor ich den kompletten Bremssattel zerlege, mache ich das genauso wie bei der Vorderachse auch, in zusammengeschraubten Zustand, noch im kompletten Zustand, beide Hälfte noch miteinander verbunden, trenne ich hier die Bremsleitung hier vom Festsattel ab und treibe somit ein Bolzen mit Druckluft dann aus. Ich lege hier was dazwischen, weil der Bremskolbe dann mit relativ hohem Druck aus dieser Zylinderlaufbahn rausgetrieben wird. Deshalb lege ich da was dazwischen, dass der nicht irgendwo unkontrolliert hingeht. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr euch da nicht verletzt. Auch davor schaue, dass möglichst alle Bremsflüssigkeit aus dem Sattel draußen ist, sonst gibt es eine Mordspritze rein. Und dann fahre ich hier mit meiner Druckluftpistole hier rein und treibe einen Bremskolbe somit aus. So, das geht jetzt relativ schnell. Und schon habe ich einen Bremskolbe mit der Druckluft ausgetrieben. So, ich habe jetzt die zwei Hälften zerlegt von dem Bremssattel. Und jetzt habe ich hier schon auf der einen Seite festgestellt, in der Zylinderlaufbahn ganz unten, wo der Kolbe ja für gewöhnlich drin läuft, habe ich hier schon richtiger Schmutter drin. Man sieht es hier in dem Schraubendreher. Und man sieht auch an der Konsistenz hier von der Flüssigkeit da drin, dass es nicht mehr nur einzig und allein Bremsflüssigkeit ist, sondern dass es schon vermischt mit Wasser hier ist. Und dann war es ganz gut, dass wir das mal zerlegt haben und mal aufgemacht haben und uns das mal genauer jetzt anschauen. So, genauso wie bei einem Bremssattel an der Vorderachse gilt das gleiche für die Hinterachse. Ich muss schauen, ob eine Instandsetzung noch lohnenswert ist, beziehungsweise überhaupt möglich ist, ob die Sicherheitskriterien noch erfüllt sind, um einen Bremssattel wieder instand zu setzen. Das heißt, sind die Zylinderlaufbahnen noch frei von Rost, sind die Kolben noch frei von Rost, kann ich die noch reinigen oder macht der Reinigung relativ wenig Sinn. Jetzt beim hinteren Bremssattel, ich habe jetzt gerade eben geschaut im Internet, die gehen preislich so los für neue bei 53, 54 Euro, gehen dann hoch bis zu 140, 150, 200 Euro. Der von ATE, habe ich geschaut, der kostet 140 Euro aktuell jetzt für die Hinterachse auf der linken Seite. Muss man abwägen, ob man sich eine neue holt oder sich die Mühe dann macht, wenn es noch möglich ist, den instand zu setzen. Jetzt bei dem reinige ich jetzt erstmal die Zylinderlaufbahn und schaue mir hier die Roststelle an, wenn überhaupt welche vorhanden sind. Das sieht man jetzt noch nicht, weil der ziemlich stark verschmutzt ist. Und wenn es zu viel ist, dann muss ich mir eben eine neue holen und gebe dann den als Pfandteil wieder zurück. Viele bieten auch an, gerade diese Bremssättel als Pfandteil zurückzuschicken und dann bekommt er nur ein paar Euro wieder. Auch keine schlechte Sache und somit wird dann auch der Kauf vom Neuen ein bisschen leichter, beziehungsweise ich bekomme dann ein paar Euros wieder zurück. Wenn ihr hier die Kolbe seht, dann seht ihr jetzt ja schon die orangene Farbe hier. Wenn das aber nur oberflächlich ist, das heißt, ich nehme so eine kleine Zahnbürste, nehme meinen Haushaltsspiritus, und dann fahre ich mal hier über die Bahne und dann sieht man schon, das geht alles weg. Und somit kriege ich meine Kolbe wieder sauber. Muss natürlich das gleiche auch mit der Zylinderlaufbahn hier innen drin machen. Und so kann ich meine Kolbe wieder schön reinigen und danach ganz genau anschauen, ob irgendwelche Kerbe, Riefe, irgendwelche Unebenheiten drin sind, weil dann müsst ihr den Kolber halt wechseln bzw. ein neuer Bremssattel euch holen. So, ich habe jetzt den Bereich der Zylinderlaufbahn und die Kolben gereinigt mit ganz normalem Haushaltsspiritus. Da könnt ihr mit dem rangehen, das ist überhaupt kein Problem. Bloß nicht mit
scharfen Scheuermittel oder Schleifpapier oder sonst irgendwas in der Art, was Material abträgt. Das solltet ihr hier an den Zylinderbahnen und auch an den Kolben vermeiden, weil sonst wird das Ganze im Nachhinein nicht mehr dicht und die Bremsflüssigkeit könnt ihr euch dann über diesen Dichtring hier oben, über den Kolben dann rauslaufen und das ganze System ist so nicht mehr geschlossen und nicht mehr dicht und dann funktioniert auch irgendwann die Bremse nicht mehr richtig. So wie ich das gesehen habe, ist alles soweit in Ordnung. Die ganze Kolben sind, speziell die Laufbahnen, sind alle blank. Da kann ich jetzt der Instandsetzung von dem Bremssattel vornehmen. Das ist jetzt keine vergebliche Liebesmühe, das lohnt sich bei dem hier schon. Und den neue, im Anschluss dann den neuen Dichtsatz verbauen und dann am Fahrzeug wieder montieren. Jetzt mache ich hier wieder meine Abdeckungen mit meinem Karton, damit ich jetzt beim Saubermachen nichts in diese Laufbahnen reinbekomme und auch hier oben die Übergänge, die Verbindung zwischen den zwei Bremssattelhälften klebe ich natürlich wieder mit Kreppband ab, dass mir da auch nichts reinkommt. Und die Entlüftungsschraube, die alte, die lasse ich drin, ja, damit dieser Kanal hier auch verschlossen ist und dann kann ich anfangen, meinen Bremssattel mit der Silikonbürste dann wieder zu reinigen. So, meine zwei Hälften vom Bremssattel habe ich jetzt soweit gereinigt. Ich habe sie mit Spiritus, die inner die Zylinderlaufbahn, wieder gereinigt und sauber gemacht und außen jetzt auch schon mit Silikonentfetter den ganzen Bremssattel abgerieben, damit man jetzt gleich auch lackieren können. Vorab habe ich die ganze Stelle, wo ich keinen Lack drauf haben möchte, abgeklebt. Wie auch schon in dem Video von der Vorderachse, da zeige ich das nochmal ausführlicher, wie ich das Ganze abgeklebt habe. Und hier hinten habe ich noch alte Schrauben in die Gewindelaufbahn reingedreht, weil da möchte ich natürlich auch keinen Lack reinsprühen. Da sollte ja dann nachher wieder die Haltefedern vom Bremssattel durch und die sollte ja dann auch vernünftig wieder halten und den ganzen Bremssattel dann auch wieder an Ort und Stelle zusammenpressen. So, und dann würde ich sagen, fangen wir an mit der Grundierung. Ich trage hier eine 1K-Grundierung drauf. Ich will hier nicht irgendwelche Schleifarbeiten überdecken. Es reicht vollkommen, einen 1K-Grundierer hier zu nehmen und dann nachher gehe ich mit meinem Bremssattellack drüber und dann ist das Ganze auch schon fertig. So, jetzt können wir auch, damit wir vernünftig an unser Schutzblech dann auch hinkommen, nehmen wir mal jetzt die Bremsscheibe ab. Die ist wieder gesichert hier mit so einem 5er Imbus, genauso wie an der Vorderachse auch. Das sind selbstsichernde Schrauben. Da müsst ihr dann auch eine neue verwenden, wenn ihr die neue Bremsscheibe hinmacht. Bei vielen Bremsscheiben ist diese Sicherungsschraube auch schon mit dabei. Und jetzt müssen wir die Bremsscheibe von diesem Hinterachswellenflansch hier abziehen. Die sitzt jetzt wahrscheinlich etwas fest. Bevor ihr loslegt, jetzt an der Bremsscheibe zu rütteln, müsst ihr schauen, dass eure Feststellbremse geöffnet ist, dass die quasi die Fußbremse nicht aktiviert ist, weil sonst die
Bremsbacke von innen gegen die Bremsscheibe drücken und dann bekommt er die nicht runter, ja, und zieht hier wie ein Ochs und es geht nichts voran, ihr kriegt das nicht runter. Also Feststellbremse lösen und dann Mr. Schauer auf sie runter geht vom Welleflansch und wenn das der Fall ist, dann klopft er mit dem Gummihammer gleich gegen die Bremsscheibe, bis die lose ist und dann könnt ihr die nach vorne hier abnehmen. So, als nächstes können wir den Dichtsatz von unserem Bremssattel können wir wieder installieren, das heißt den ganzen Bremssattel wieder instand setzen. Dazu habe ich hier mir so einen Reparatursatz für diesen Bremssattel geholt und das machen wir jetzt genauso wie bei der Vorderachse auch. Bei dem Bremskolben machen wir das jetzt auch Schritt für Schritt bei der Hinterachse. Wir brauchen einmal unseren Dichtsatz, unsere zwei Kolben, die beide Hälften vom Bremssattel plus ein bisschen Bremszylinderpaste von ATE. Packe ich euch in die Videobeschreibung rein, den Link dazu. Und dann fangen wir jetzt an, den Bremssattel wieder zusammenzubauen. So, ich nehme meine zwei innere Dichtringe, habe davor diesen ganzen Bremssattel nach dem Lackieren nochmal mit Druckluft ausgeblasen, dass wirklich keine Fremdkörper mehr in den ganzen Bahnen von den Zylindern drin sind und auch in den Leitungen, in den Verbindungsstücke zu den einzelnen Hälften hier über diese Anschlüsse. Habe ich auch nochmal Druckluft durchgelassen, dass da tatsächlich auch nichts mehr drin ist, was dann nachher irgendwie stören könnte. Ich nehme jetzt etwas Bremszylinderpaste und schmiere hier innen gerade den Bereich, wo dieser innere Dichtring dann jetzt gleich eingesetzt wird, schmiere ich ein bisschen mit dieser Paste hier ein, damit man den Ring vernünftig da reinkriegt und der dann auch in dieser Nut dann richtig drin sitzt. Den Ring selber auch noch ein bisschen. So, diese Dichtringe ist auf beiden Seiten gleich. Dann kann ich den von oben an einer Stelle in der Nut positionieren und dann ringsrum reindrücken. So, der sitzt jetzt hier drin. Und genau das gleiche mache ich jetzt mit der anderen Hälfte auch. So, beide Ringe sind drin. Jetzt kann ich auch schon anfangen, die Bremszylinder, die Bremskolben wieder einzusetzen. Dazu schmiere ich die Laufbahn auch leicht mit dieser Paste hier ein. So, und jetzt bei den hinteren Bremszylinder habe ich hier so eine Erhöhung, die ein bisschen mehr als die Hälfte von dem oberen Ring einnimmt. Bei der Diagonalpendelachse mit Anfahrtsdrehmomentausgleich muss ich schauen, dass diese Erhöhung auf der Unterseite ist, also sprich die Erhöhung nach unten zeigt, ja, zum Boden und nicht nach oben. Wenn ich jetzt hier meinen Bremssattel so nehme, dann kommen ja die zwei Hälften nachher so drauf. Und die kleinere Hälfte zeigt zu mir, sprich die große Hälfte wird ja hier hinter am Träger befestigt mit den zwei Schrauben. Und so wird er ja dann an den Achswelleflansch hinmontiert, dieser ganze Bremssattel. Ja, also muss ich jetzt schauen, dass ich mit meiner Erhöhung hier unten den Bremszylinder so ansetze, dass die Erhöhung hier nach unten zeigt. Ich setze ihn oben gleichmäßig an, schaue, dass ich mit der Erhöhung nach unten bin.
Das soll einfach, diese Erhöhung nach unten, das soll einfach Quietschgeräusche dann nachher beim Bremsen verhindern, indem dieser Bremszylinder nicht komplett am Bremsbelag anliegt. Schau, dass ich hier nicht verkante. Und kann diesen Bremskolbe dann mit zwei Daumen hier reindrücken. So, das gleiche mache ich jetzt hier mit der größeren Hälfte auch. Und auch wieder schaue, dass er die Erhöhung, ich hoffe, das sieht man jetzt in der Kamera, dass die nach unten zeigt. Es gibt auch spezielle Zangen, mit denen man dann diesen Bremskolbe noch in der Zylinderlaufbahn drehen könnt, wenn ihr sie nicht richtig positioniert habt. Aber wenn ihr vorm Reindrücken aufpasst, dass das schon alles richtig an Ort und Stelle ist, könnt ihr euch das mit der Zange sparen. So, als nächstes können wir hier diese Staubschutzkappe hier oben drüber ziehen. Da müsst ihr aufpassen, die haben einen Metallring hier in Gummi verarbeitet, dass er den nicht irgendwie verbiegt. Und dann schaue, dass dieser Metallring außerhalb, also außerhalb der Nut, dann sauber ringsum gleichmäßig anlegt. So, die eine Hälfte passt. So, die Staubschutzkappe liegt jetzt ordentlich am Bremssattel an. In der kompletten Nut ganz bis nach unten. Und somit ist dieser Kolbe auch vernünftig abgedichtet. So, und jetzt kann ich hier meine zwei Hälfte wieder zusammenschrauben, den Bremssattel wieder komplett zusammenschrauben. Beim Zusammenschrauben müsst ihr jetzt beim hinteren ein bisschen aufpassen. Da gibt es zwei unterschiedlich lange Schrauben. Ich habe hier einmal zwei von denen lange und zwei von denen kurze. Die langen kommen innen rein und die kurzen kommen außen rein. Nicht, dass es andersrum macht, weil dann guckt auf der anderen Seite nur ein Stückchen von der Schraube raus und das wollen wir nicht. Bevor ihr wieder zusammenschraubt, wichtig, dass ihr eure Dichtungen hier wieder einsetzt. Für die Verbindung zwischen den zwei Bremssattelhälften. Und auch diese Dichtung schmeckt wirklich nur ganz, ganz wenig mit der Bremszylinderpaste hier ein. Nochmal der Hinweis, im Handbuch wird ausdrücklich davon abgeraten, den Bremssattel zu zerlegen. Ja. Weil vom Hersteller diese Schraube hier mit einem speziellen Drehmoment angezogen ist, was nicht näher beschrieben ist, aber wenn er die Schraube mit 50 bis 70 Newtonmeter anzieht, dann bekommt er auch den Bremssattel wieder dicht. So misst jetzt die zwei Hälfte wieder aufeinander und dann von hier oben, von der größeren Hälfte mit dem Schrauberkopf den unteren zusammen, also die beide Hälfte zusammenschraube. Bevor ich das mache, versehe ich meine Schraube unter am Gewinde etwas mit Schraubensicherung. Den Link packe ich euch auch in die Videobeschreibung mit rein. Das soll einfach verhindern, dass im Betrieb dann nachher
die Schraube sich durch die Vibration beim Bremsen oder ähnliches dann von selbst wieder lösen könnt. Dann denke beim Zusammenschrauben die kürzeren Schrauben außen vom Bremssattel und die langen nach innen. So, mit einer 10er Nuss könnt ihr dann die Schrauben hier wieder eindrehen, schauen, dass das alles passgenau sitzt und wir ziehen die Schrauben gleichmäßig an. So, wenn ihr die Sicherungspaste auftragen habt, müsst ihr euch ein klein bisschen beeilen. So handfest nach circa 2 bis 4 Minuten und wie gesagt endfest so nach circa 8 Stunden. So, die neuen Belege der Feststellbremse sind installiert, die haben wir montiert. Die Infokarte blende ich euch ein, dann könnt ihr euch das auch mal anschauen, wie das funktioniert. Jetzt können wir im Prinzip schon die neue Bremsscheibe mit der Sicherungsschraube befestigen und aufsetzen. Wenn ihr eine neue Bremsscheibe habt, dann empfiehlt es sich immer mit etwas Spiritus, Haushaltsspiritus, die Flächen zu säubern. Weil die sind oftmals beschichtet und die einfach kurz mit Spiritus abreiben von beiden Seiten und dann könnt ihr die auch schon ansetzen. So, ja, wie man sieht, auch kein Fehler. So. Bevor ihr ansetzen könnt, müsst ihr schauen, dass die Einstellschraube der Feststellbremse, wir haben ja jetzt neue Belege drauf, das heißt die Belagstärke ist deutlich erhöht. Deshalb muss ich schauen, dass diese Einstellbuchse, dieses Einstellrad ganz zusammen ist, weil sonst bekomme ich die Bremsscheibe hier nicht drüber. Und dann schaue ich hier, dass hier die Aussparung für diese Zentrierpulse ist und kann dann die Scheibe so draufsetzen und dann mit dem Imbus, mit der Sicherungsschraube, dann festschrauben. Die sind auch jedes Mal nach jedem Aufbau neu zu verwenden. So, die Scheibe ist montiert und als nächstes können wir schon unseren frisch aufbereiteten Bremssattel von hinten wieder an den Träger hinschrauben mit den 2 19er Schrauben. Wenn die einmal verwendet worden sind, müsst ihr auch beim Wiedereinbau neue verwenden. So, jetzt setzen wir unseren Bremssattel mit der größeren Hälfte nach hinten. Setzen wir den jetzt an.
So, wir haben jetzt den Bremssattel hier befestigt mit den zwei Schrauben hier hinten. Man sieht hier schon, das habt ihr auch beim Ausbau gesehen, man hat hier deutlich weniger Platz als an der Vorderachse. Da muss man mit relativ kleinen Schraubenschlüssel arbeiten, beziehungsweise also nicht vom Schlüsselweite, sondern von der Ausmaße her, von der Nuss her, wo ihr hier aufsetzt, da müsst ihr ziemlich kleine nehmen, dass er auch hier vernünftig an diesem Achsschenkel da vorbeikommt. So, und wenn ihr dann den Bremssattel hier montiert habt, müsst ihr schauen, dass hier die Bremsscheibe nirgendwo streift. Die könnt ihr dann von der Hand etwas drehen. Und da müsst ihr gucken, dass weder oben hier innen drin im Bremssattel noch unten. Wir haben hier relativ wenig Platz, hier dazwischen, dass da nirgends die Bremsscheibe schleift. Das testet ihr bitte davor, bevor ihr die neue Beläge einsetzt, dass das alles hier einwandfrei aneinander vorbeiläuft. Bevor ihr den Bremssattel richtig festziehen könnt, müsst ihr schauen, ich weiß nicht, wenn ihr das hier entfernt habt, diesen Steg für diese Verbindung zwischen dieser flexiblen Bremsleitung, die hier von oben runter kommt, zur starren Bremsleitung, die dann rüber über den Achsschenkel zum Bremssattel geht. Wenn ihr diese Schelle hier unten mit dem Steg entfernt habt, mit den zwei Schrauben, müsst ihr, bevor die Schraube vom Bremssattel richtig festzieht, den wieder montieren, sonst bewegt sich das komplette Teil mit. So, jetzt können wir unsere neuen Beläge auch schon einbauen. Dazu nehme ich zur Hand die Brems-Anti-Quietsch-Paste und mein Bremskolbe-Rücksteller, wenn ich die Bremskolbe nur etwas weiter in den Bremssattel reindrücken muss, und natürlich zwei neue Beläge. Bei den Belägen müsst ihr hinterher mal drauf schauen, ne, dass ihr welche habt, wo die Einbaurichtung vorgeschrieben ist. Dann müsst ihr das natürlich beachten. In meinem Fall ist das nicht so. Ich kann entweder vorne oder hinten jeweils die Bremsbeläge so einsetzen, wie ich möchte. Die ganze Artikel, wie immer, gibt es in die Videobeschreibung unten drin. Dann könnt ihr euch das Zeug bei Amazon holen. So, ich stelle jetzt erstmal die Bremskolbe ganz in den Bremssattel zurück, damit ich mit meinen Belägen auch dann vernünftig reinkomme. So, reibt die Rückseite der Bremsbeläge am Bremsbelagträger etwas mit dieser Anti-Quietsch-Paste da ein. Ich setze meine Sicherungsfeder an für die Bremsbeläge und schaue, dass diese Erhöhung nach unten zeigt, damit dann auch nachher an der Bremsscheibe nichts schleift, und fange an, den ersten Sicherungssplint von hinten durch die erste Aufnahme der Bremsbeläge durchzutreiben. Über die Feder entlang laufen zu lassen und dann durch die Aufnahme vom zweiten Belag durch. Positioniere den ersten Splint und jetzt sehe ich schon, dass hier vorne meine Bolzen rausschauen, und treibe sie hinten noch richtig ein, damit die richtig im Sattel drin sind. So, das war es im Prinzip schon zum Belagwechsel hier an der Hinterachse gezeigt, ähnlich wie bei der Vorderachse auch. Ich habe hier bloß
kleinere Bremsbeläge, der Bremssattel sieht etwas anders aus, aber ansonsten im Prinzip von der Vorgehensweise her genau gleich. Ihr könnt dann nur schauen, wenn die Beläge drin sind und alles mit Splinte gesichert ist, dass ihr die Bremsscheibe noch bewegen könnt. Ja, da darf nichts schleifen, da darf nicht irgendwie was anliegen oder verkanten. Das muss alles einwandfrei laufen und dann habt ihr im Prinzip auch alles richtig gemacht. So, genauso wie bei der Vorderachse gilt auch, ihr müsst, bevor ihr losfahrt, startet ihr das Fahrzeug, pumpt ein paar Mal mit dem Bremspedal, wenn die Anlage davor natürlich befüllt wurde und entlüftet wurde, wenn das alles soweit passt, dann pumpt ihr ein paar Mal mit dem Bremspedal, damit sich diese Abstände zwischen Kolbe und Bremsbelag zur Bremsscheibe wieder richtig einstellen kann und der Bremsweg, der Pedalweg dann auch so passt und alles so stimmt. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jetzt im Anschluss gibt es wie immer die ganze Teilenummern zu diesem Modell ab 1985. Wenn ihr ältere Modelle habt aus der ersten Serie, dann müsst ihr die Teilenummer separat nochmal prüfen, ob das für euer Modell auch zutrifft. Wie gesagt, sehr viele Teile jetzt gerade von der Hinterachse sind vom 126er, teilweise auch noch vom 116er und vom 123er. Gerade wenn ihr ein 107er Modell aus der ersten Serie habt und ihr entdeckt eine Teilenummer, die mit A123 oder mit A116 anfängt, die A116, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es bei eurem 107er der erste Serie genauso passt. Weil das ist ja genau in diesem Zeitraum der 70er Jahre, war diese S-Klasse ja auch dann zeitgleich auf dem Markt wie der 107er. So, die ganze Teile, wo ihr benutzt habt, wie vorher schon erwähnt, packe ich euch in die Videobeschreibung rein. Jetzt gerade bei der Rückstellung von der Bremskolbe finde ich diesen Bremskolbe-Rücksteller optimal. Da verkantet kein Bremskolbe. Ihr habt durch das, dass diese Schenkel hier sehr dünn sind, habt ihr auch immer genügend Platz, egal ob die Beläge drin sind oder nicht, könnt ihr immer hier dazwischen fahren und die Bremskolbe wieder zurückstellen in den Bremssattel. Also von dem her finde ich den optimal. Da packe ich euch den Link in die Videobeschreibung rein. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, ciao.